Seit Mitternacht sind am Sonntag 5 Schiffe von der italienischen Küstenwache im Meer um Lampedusa entdeckt und an Land gebracht worden. Insgesamt kamen 242 Migranten so nach Italien. Sie kommen überwiegend aus Ländern südlich der Sahara, aus Bangladesch, Ägypten und Syrien. Die Schiffe waren in Tunesien und Libyen gestartet. Die Migranten wurden in ein Erstaufnahmezentrum des Roten Kreuzes auf Lampedusa und von dort in andere Teile Italiens gebracht. Seit Jahresbeginn sind 55.570 Menschen illegal in Italien gelandet, darunter über 7.000 aus der Elfenbeinküste und Ägypten, über 6.000 aus Guinea und über 5.000 aus Pakistan und Bangladesch.